Hallo Leute und herzlich willkommen hoffentlich zurück zu einem neuen Video. Ja, ich sage extra hoffentlich, weil ich nicht weiß, ob dieses Video wirklich kommen wird. Das hat einen bestimmten Grund, den habe ich ja eigentlich schon mal gesagt. Ich habe zurzeit selbst Probleme mit OBS, weil es ist irgendwie so, dass eine Aufnahme hier eventuell nur eine Minute dauert. Ja, einfach nur eine Minute. Deshalb gucke ich jetzt erstmal, wie es in Zukunft weitergeht. Ja. Weil natürlich ist es blöd, wenn man dann solche 10 Minuten aufnimmt. Und von diesen 10 Minuten ist einfach nur eine Minute da. Okay, ich hoffe, das klappt mit diesem Video besser. Es ist ein telonym beantworten Video. Ja. Wollte ich eigentlich schon letztes machen, aber hat er nicht richtig aufgenommen. So, auf jeden Fall, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Gibt es was, das du weißt, aber lieber nicht gewusst hättest? Was genau? Etwas, was ich weiß, das ich nicht gewusst hätte. Keine Ahnung gerade. Zweite Frage, würdest du sagen, dass du gut küssen kannst? Ich habe noch nie geküsst, daher weiß ich das nicht. Also, nächste Frage. Was sind so deine Pläne für die nächsten Tage? Roblox bauen? Im Übrigen, check mal mein letztes Video. Ich habe ein bisschen wieder an Danceburg weitergebaut, ja, die Stadt, ich habe eine Roblox-Stadt nach mir benannt, aber schon vor Jahren, also, ne? Auf jeden Fall an der Map habe ich ein bisschen ordentlich weitergebaut und natürlich ein Update dazu gemacht. Und das könnt ihr jetzt checken. Hier Link zum Video, hier oben, sorry. Ja. Und dann? Nächste Frage. Glaubst du, man kann sich total in jemanden online verlieben, ohne sich je getroffen haben? Natürlich kann man das. Ich meine, komm, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Bisher nur Internetbeziehungen gehabt. Ja. Das hat schon so seine Gründe. Naja, wenn halt, wie gesagt, alle nur aufs Aussehen heutzutage achten und eine Person, die halt Übergewicht hat und auch nicht gerade hat halt nicht unbedingt gute Chancen. Da, ja, okay. Aber jetzt letzte Frage. Was denkst du?